Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ich bin es, IMC Mafix. Beim letzten Mal haben wir ein weiteres Mitglied des Kultes hier eliminiert. Ich habe mich jetzt schnell hier nach anders geworbt, weil wir unseren Speer jetzt wieder verbessern können. Mich nervt das, wenn wir da so langsam laufen können. Und zum anderen hier ein weiteres Mitglied des Kultes hier auf uns warte, welches wir eliminieren können. Danach haben wir noch zwei andere Mitglieder, dafür müssen wir dann aber auf eine neue Insel reisen und ich würde sagen, das machen wir dann. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Wichtige und zwar um unseren Speer. Verbessere den Speer. Genau das ist das nämlich, was ich machen will. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Nullübertragung. Kontakt aufgenommen. Verbessere den Speer. Kurz, aber cool. Und 6700 Erfahrungspunkte. Speer verbessert. So. Und jetzt habe ich einen Ausdauerbalken mehr, oder? Also einen Adrenalinbalken. Ja, ja, verbessere den Speer. Das müsste ich jetzt aber erstmal wieder meine Punkte wieder, genügend Teile wieder zusammensammeln, damit wir den wieder verbessern können. Es wird halt nirgendwo direkt angezeigt, aber ich denke, wir werden jetzt wieder neue Fähigkeiten haben. Unsere Hauptskills sind der Sparta-Kick, der Adrenalin, wer ist da nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine, diese, wenn wir L1 genau die Attacke machen. Ich gerade schön das kann. Oh, seht ihr mal, wie viele Balken wir inzwischen haben? Geil, Mann. 5 Balken. So. Ich hoffe, diesmal wartet nicht Deimos auf uns da draußen. Was mache ich jetzt? Nein! Du Spacken. Du kannst gleich wieder rausgehen. Hallo! So, okay, wir sind wieder draußen. Okay, dann machen wir dieses Blatt. Weil es voll lustig, man, die ist einfach hier auf der Insel. Hätte ich das früher gewusst. Ja, ja. Es wäre halt schön, wenn die einfach so direkt so rausstechen würden aus der Map, dass man so weiß, ah, da musst du hin, genau da. Aber das wäre zu einfach. So, klettern wir hoch. Beim letzten Mal hatten wir, oder vorletztes Mal hatten wir hier ein schönes Gespräch mit der gegenwärtigen Cassandra, unserer lieben Schwester. Boah, schau mal, wie sie... Hallo, was klettert der da? Warte, sieht der Mädchen auf der Haut. So, und nicht Cassandra, also Mörder-Psycho-mäßig aus, sondern Mädchen, ich bin eine prima Ballerina-mäßig aus. So, 540 Meter. Plätze! Gibt's denn hier auf der Insel was, außer hier die lustige Schmiede? Ich denke nicht. Komm schon mal. Irgendwas muss es ja geben, sonst wären ja die nicht da. So, wow, komm. Yo, so, sehr gut gemacht. So. Oh, du musst. Alter! Es ist schon wieder Teddybären. Gegen. Oh nein, ich bin ins Wasser gerannt. Oh, wie schlecht war. Sehr gut gemacht. Teddybär gegen Eber. Cooler Fight immer. Ich bin für den Teddybären. Teddybären sind nicht annähernd so nervig wie Eber. Ich hasse Ivan. Das ist mein schlimmster. Alter! Ja, jetzt mein Hochleistungsangriff. So heißt Ivan. Man kann übrigens ihre Attacken nicht blocken. Aber ich habe halt jetzt 35% Leben, Mann. Weil ich habe nämlich mein Ding abgegradet, Mann. Die. Ich hasse Tiere. Aber das schwimme ich mir beim Pferd ins Wasser geritten, wenn so richtig schlecht, Mann. Okay, wieso kämpfen wir immer. What? Plötzlich kommt so von hinten angeritten. Boom! Und die fliegt in die Luft. Das sah sehr cool aus. Okay, Leute, jetzt macht man das Creed Odyssey übrigens. Gehabt immer wieder Spaß, Mann. So. Müssen wir uns aufrechterhalten, bis ich wieder genervt bin, weil ich unterlevelt bin. Und wieder 100 Stunden leveln muss und grinden muss und was auch immer. Ich muss halt einfach unbedingt mehr von diesen Stadtschlachten machen, weil die geben halt Erfahrung wie nix, Mann. Und wenn es da eine ist, die jetzt nicht gerade so ein hohes Level hat, dann ist das auch echt leicht eigentlich. So, immer Dreieck drücken, weil man könnte irgendwas einsammeln. Ihr seht, ich sammle irgendwas immer ein. So, Lager am Strand. Schön, dass es kein Versteck ist. Ich will mit... Oh, jetzt, ich will doch nicht mich in Kakteen stellen. So,
Die Chimäre. Eigentlich ist nur sie wichtig, der Rest interessiert mich gar nicht. Ich könnte schon kämpfen gegen, naja, sind Level 16. So. Was haben wir da? Ein Zivilisten. Da ist irgendwas. Da runter, links. Wo ist denn das? Warte mal, muss ich mal näher ranfliegen. Hä? Ich schaff's nicht, das zu spotten. Das oder? Ach, die Zivilisten, ey. So, okay, hier dürfen wir gar keine Gnade erwarten. Das ist nicht die Chimäre. Das ist der Hauptmann. Ah, ich könnte... Alter, schau dich diese Kleidung von denen an. Ja, okay, ich könnte ein doppeltes Attentat machen. Aber ich würde ja gerne mal einen normalen Typen ausschalten, bevor wir hier groß anfangen. Aber es wird nichts. Ja, schöne Sichtweite. Toll. Ich weiß gar nicht, können wir Kultisten überhaupt überzeugen, dass sie bei uns mitmachen? Jeder in meiner Mannschaft ist frei und wird gut bezahlt. Oh, come on. Geld ist nämlich wichtiger als Überzeugung. Das haben wir hier wieder gelehrt. So, das Zelt könnte man eigentlich cool anzünden. Also wenn man gut ist. Ich nicht. So. Ist mir wurscht, Mann. Alter, kämpft er nur mit seinen Fäusten oder wie? Er kämpft nicht nur mit seinen Fäusten. Habt ihr gerade gesehen, ich habe das Schild von dem dicken Typen genommen und damit auf den Schwachen draufgehauen. Ah, oh, nein. Das war echt gar geil, Mann. Ich habe das eine, wie gesagt, von dem Großen genommen und damit den Schwachen gehauen. Das sah echt geil aus, Mann. Das Zelt brennt! In die Flammen mit dir, Baby. So, und ich versuche nämlich jetzt gleich was, warte. So, und jetzt muss ich nämlich was versuchen. Das ist nämlich jetzt mein oberstes Ziel, wartet. Aber das ist natürlich nicht leicht. Ich versuche den nämlich jetzt für meine Party wieder zu gewinnen. Aber das ist immer so madig. Weil man muss jetzt erst ewig warten, bis sie keine Lust mehr haben, einen zu verfolgen. Das ist schwer. Und dann... Ich kann so lange den Tod von der bestätigen. Blopp. Zack, genau. Griechenland ist endlich frei von dir. Die Chimäre. Ich leg dich mal hier ab. Ablegen? Geht nicht. Ah, genau, da wäre nämlich jetzt reingekommen. Jetzt muss ich warten, bis er nicht mehr sucht und dann muss ich ihn von hinten ausschalten. Und wenn ich das geschafft habe, dann könnte er nämlich sich mal Party anschließen. Aber ich meine, wir haben ja gesehen, der eine Kultist hat sich uns auch angeschlossen. Also, es kann klappen. Aber es dauert ewig. Alter, der stechert hier schön in den Gebüschen herum. Denkt er immer mit oder was? Das geht ja gar nicht. Komm! Jetzt hört er nämlich auf. So, jetzt muss ich warten, bis er sich irgendwo hinsetzt. So. Jetzt setze ich wieder zwei. Okay, alle meine Buddies sind tot und die Chefin, auf die ich aufpassen sollte, aber es passt schon. Alter, nein, nicht bangen. Geh aus, geh aus! Du bist so ein Honk, Mann. Da ist nicht mehr Feuer und du schaffst es an. Schaffst es zu brennen. Alter, es ist so ein Scheiß, Mann! Wo? Schau dich an! Wo ist da Feuer? Ja, da die kleine Flamme und ich schaff's da an zu brennen. Das kann ich wieder warten, bis er erstmal hier. Bis er erstmal wieder auftaucht. Bitte geh nicht zu dem hier. Komm schon. Ich möchte dich doch nur meiner Party haben, Mann. Ich will dir doch nur Gutes tun. Bei mir gibt es Frauen, Geld, Videospiele. Also Videospiele des 500 vor Christus.
Backgammon. Backgammon gab es sicher schon da. Oh, er geht jetzt halt jetzt genau zu mir hin und sieht mich. Muss ich noch länger weglaufen. Komm, dreh dich um. Na, geht es. Jo! Heute kannst du deine Freiheit erhalten. Komm und segle ab jetzt mit uns. Komm her aus meinem Party, Mann! Yo, Metrobees, Mann! Scheiß auf deinen Kackhorn, Mann! Bei uns gibt's Geld, das ist wichtiger. So, Seltener! Seltener, das sind mich. Ich kann hier nämlich schon wieder nehmen. Nein, wo ist Metrobee-Bass? Der ist eigentlich nichts Besonderes, Mann, aber ich nehme ihn einfach gerne. Was? Hä? Ja, komm. Passt doch. Hab ich eigentlich schon. Ich hab nur 56 Holz. Da kann ich nichts upgraden. Aber egal. Schauen wir trotzdem. 60, 100. Ja, wenn, ist immer der Rumpf am wichtigsten. So, gibt es hier noch was, was wir machen können? Sonst hier, was muss ich machen? Gefangenen können wir befreien. Ja, ja, mei doch. Nicht schreien, nicht blären. Die Mäuerin. Nee, die hat alle Kratos getötet in God of War. So. Meins. Und einen Gefangenen müssen wir noch befreien. Und was ist das? War das jetzt nur ein Drachmann? Na schade. Ich dachte, wir finden vielleicht gleich noch einen Hinweis auf den nächsten. Das wäre natürlich cool gewesen. So. So, meins. Und weg. Pfeile. Und damit haben wir das Lager abgeschlossen. Sehr schön, oder? Das lief jetzt mal sehr gut. So, jetzt schaue ich nochmal kurz ins Zelt hier rein. Geht nicht. Ist hier ein Hafen? Wäre natürlich zu cool. Aber leider nicht. Jetzt habe ich keine Ahnung. Muss ich jetzt. Das ist nämlich jetzt gerade madig. Hier gibt es nämlich kein. Doch, da ist ein Schiff vor. Schiffsport. Da muss ich jetzt da hin. Wäre schnell, wenn ich mich da jetzt hinwarpe. Und dann muss ich nach Eubokia hier. Oh, alles entspannt anschauen schon wieder. So. Reithin ist natürlich nicht verfügbar. Ganz ernsthaft. Wenn die Ladezeiten nicht so lang wären, ich würde mich warpen. Aber Icarus, ja, yeah, das ist mein Reittier. Okay, gut, Kultisten eliminiert. Aber auf dieser Insel sind gleich zwei Kultisten, ne? Und die Insel haben wir eh noch nicht erkundet. Und die ist jetzt halt Level 15. Das heißt, also wir sind da zwei Level drüber. Das heißt, wir sollten nicht allzu viel Probleme haben. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt gleich hier mit, ich weiß gar nicht, wo es das nächste Sinn geht. Also zumindest halt mit der nächsten Location weitermache. Dann habe ich ja gleich das Problem, dass ich wieder unterlevelt bin. Oder beziehungsweise halt große Probleme haben. Also so ein, zwei Level muss halt immer, besonders bei diesen Massenschlachten sein, damit du wirklich eine gute Chance gegen die Gegner hast. Weil, ich meine, wenn gegen einen Gegner gewinne ich immer, auch wenn der fünf Level über mir ist, aber gegen zehn Gegner eher nicht. Nein, ich habe schon wieder an derselben Stelle, wo ich beim letzten Mal gekämpft habe. Und schon wieder mein Pferdi versenkt. Komm, schwimm. Schwimm, wie du da nie geschwommen bist. Bist du schon mit jemandem geschwommen? Alter, was ist mit dir, Mann? Kack, Ebermann. Na, ja, jetzt keine Gnade mehr, Mann. Verfolg mich da durch die halbe Wildnis, Mann, und dann soll ich Gnade walten lassen, oder wie? Nee, komm. Plätze! So. Es gibt keine Straße, immer gut. Schon wieder Iber. Zack! Ich reite einfach nur gerne durch die Wildnis und schlachte irgendwelche Sachen ab. Ich weiß, es ist so ein Komplex von mir. Komm, jump, jump, jump! Leute, wir haben schon zwei Pferde auf diese Art und Weise umgebracht. Das ist ein Ersatz vor Boss. So, und jetzt haben wir ihn schon wieder versenkt. Also, dann setzen wir uns jetzt mal hin und warten auf die Adresse. Boah, bis diese Säufer da endlich mal zu mir kommen. Alles Alkoholiker. So! 15 Minuten. Part geht viel zu schnell vorbei. Okay, gut, dann würde ich sagen, leider war es das jetzt im Endeffekt schon. Wir werden aber hier noch zur nächsten Insel, zu der Insel hinleiten. Das schaffen wir schon noch locker in dem Part. Komm. Also, wo ist mein Ziel? Habe ich es markiert? Natürlich nicht. Wo ein Hafen ist, das wäre nett, wenn das mir anzeigt. Genau. Auf Position. Da docken wir nämlich an 2-7. Ja, gerne. Das war auch das Mindeste, Mann, wenn sie einfach weggesegelt werden. Oh, wollte ich gar nicht. Wenn er aber weggesegelt wäre mit dem Wichter, hätte ich mich schon ein bisschen aufgeregt. Meins. Hey, Spartianer, wie sieht's aus? Oder ins Wasser. Wollen wir kämpfen? Nein. Ach, Leute, Mann.
Ich weiß nicht, weil ich halt immer sehr über das Spiel ablästere. Es hat schon so seine Momente, man, wo es echt Spaß macht. Und es ist jetzt zum Beispiel eigentlich ziemlich geil hier, was hier gerade so ist, man. Dieses Eliminieren der einzelnen Köpfe hier der Schlange ist deutlich geiler als das, was hier in Assassin's Creed Origins gemacht worden ist. Ich werde es immer wieder verwechseln. Weil das in Origins war einfach scheiße, weil du hattest halt deine Hauptziele und die Hauptziele waren halt immer story-relevant. Aber hier diese ganzen Schlangenköpfe eliminiere ich ja wirklich, ich sag jetzt mal, vorbeigehen. Und auch wenn das wahrscheinlich dann später noch nervig wird, weil es wird dann natürlich auch darauf rauslaufen, dass ich gewisse Gegner schwerer finden kann. Also es wird dann wahrscheinlich auch echt dumm werden, wenn der sagt, okay, du musst 5 Hinweise suchen. Und die 5 Hinweise sind über die ganze Welt verstreut. Also das wird dann wieder so ein Moment sein, wo es dann nicht mehr so schön sein wird. Aber ich meine hier dieses, während ich halt der Welt, die Welt erkunde und gleichzeitig halt diese Schlangenköpfe eliminiere, das ist dann schon wieder geil. Aber es wird halt besonders dann gegen Ende wahrscheinlich arg nervig werden, aber dazu dann soweit, wenn wir soweit sind. Naja, aber im ersten Moment, das gefällt mir jetzt, wie gesagt, sehr, ist eine große Erweiterung und das ist auch wirklich etwas, was auch, und das macht dieses Spiel ja wirklich nicht so. Was dieses Spiel nicht wirklich allzu gut macht, nämlich das Assassin's Creed Feeling aufrecht zu erhalten. Und das ist wirklich eine Sache, dass ich da meinen Kult habe, der da im Versteckten ist. Alter, ich mach ja alle platt, Mann. So. Dass ich da einen Kult habe und sich den eliminieren muss und Spuren suchen muss, das ist ein geiler Kerngedanke und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Was er wirklich diese Attentate wieder besser macht. Genau, so macht man das. Das heißt, die Level 16 oder was, Mann. Ich hab mich ein bisschen hier verhangen. Aua. Der hat gesessen. So, jetzt muss ich den unbedingt entern. Ansonsten wird es nämlich übel. Ich muss nicht ausweichen, ich muss kämpfen. Oh, schau ich an, das ist mein Kultist. Und das Schiff wird langsam voll, habe ich das Gefühl. Hallo. Bin schon da. Moin! Ey, bin Simpson Bobbix! Alter, schau dich an, was ich für ein dicker Kolosse da bei der Party habe. So. Zum Glück können die mich nicht treffen mit ihren Waffen. Ich hau da irgendeine arme Frau, man, fällt euch das auf? Falsch, ich zünde eine arme Frau an. Tschüss, Frau! Alter! Hochleistungsangriff, Baby! Apropos Baby. Ciao, Bella. Nein, ich bin nicht so grausam. Komm, du kannst doch wieder ans Boot. Wenn du schaffst. So, bin schon wieder da. Haben wir gut gemacht, Friendos. Hatte wieder 2 Kisten. Ich muss jetzt immer schauen, dass 2 Kisten. So. Hab mich beim einmal schon sehr gen. Wir haben keine Verluste, Mann. Sonst läuft alles super, Mann. So. Mir hat es beim einmal schon sehr genervt, als da 2 Kisten waren. Stell dir mal vor, wir haben das schon öfters gemacht. Boah, ja, das ist ein guter Ding. Aber der hat halt einfach keine Chance gegen uns jetzt. Bam! Spaß im Schiff wird das Schiff teilweise repariert. Und du hältst neben den Ressourcen. Okay, cool. Gespaltet am Schiff. Rammgeschwindigkeit. Sehr schön. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, haben wir es jetzt geschafft. Das war nämlich mein Ziel. Und jetzt können wir anlegen. Okay, Leute, damit sind wir jetzt fertig hier erstmal mit Assassin's Creed Odyssey. Wir haben es hier nochmal zum Hafen geschafft, was mich doch ziemlich freut. Und noch hier ein paar Schiffe gespalten. Also, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir werden dann Eritrea hier ein bisschen erobern. Und ja, bis dahin würde ich sagen, verarsche mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.